Als Singlefrau über 50 hat man es in dieser Gesellschaft echt nicht leicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und mich würde natürlich sehr interessieren, wie siehst du das? Empfindest du das ebenso? Hast du es ebenso empfunden oder sagst du, hey, nee, das ist genau wie in jedem Alter und das ist ganz easy? Hi und schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Ich finde es wichtig, über dieses Thema zu sprechen, denn generell das Thema Single zu sein hat in unserer Gesellschaft einen Touch, der mir persönlich oft nicht gefällt. Es ist wie ein Stigma, das man auf den Kopf bekommt, so nach dem Motto, hey, du bist Single, du hast es offensichtlich nicht geschafft, jemanden zu finden. Aber ist das wirklich so? Ich persönlich glaube das nicht. Es geht nicht darum, jemanden zu finden, sondern es geht darum, einen Menschen an der Seite zu haben, bei dem man sich geborgen fühlt, bei dem man sich zu Hause fühlt, mit dem man sein Leben teilen möchte. Und wenn dieser Mensch nicht da ist, dann ist es doch viel ehrlicher, alleine zu sein und nicht in einer Beziehung zu bleiben, die einen vielleicht ganz unglücklich macht, weil sie schon lange nicht mehr funktioniert oder weil sie einfach kein Fundament hat. Dennoch scheint es so zu sein, dass man als Single, speziell als Single-Frau, oft schlechte Karten hat. Das sind zum Beispiel die Dinge, dass man von Pärchen nicht gerne eingeladen wird, weil es durchaus viele Frauen gibt, die eifersüchtig sind. Als wenn man als Single-Frau sofort darauf aus wäre, irgendjemandem den Mann auszuspannen. Sorry, nee, mit Sicherheit nicht. Mag es geben, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Aber warum werden wir dann so stigmatisiert? Mir passiert das auch immer wieder, oder ist es in der Vergangenheit passiert, in den Zeiten, in denen ich keinen Partner hatte, dass es dann hieß, ach Jana, und in der Liebe klappt wohl nicht so. Warum bist du denn immer noch allein? Findest du niemanden? Gibt es da keinen? Ja, Auswahl war immer da. Daran hat es nie gemangelt. Vielleicht war ich tatsächlich auch in vielen Situationen zu wählerisch, ich weiß es nicht. Wobei ich würde das nicht mal sagen, denn ich habe einfach meine Grundsätze, meine Werte und die müssen stimmen. Und wenn die nicht da sind, dann kommt auch kein Gefühl. Und was bringt es mir, mit einem Menschen in einer Beziehung oder Partnerschaft zu sein, nur um nicht alleine zu sein? Dann bin ich lieber alleine. Denn alleine sein kann wunderschön sein. Und alleine sein bedeutet noch lange nicht einsam sein. Und vielleicht bist du ja auch schon länger Single und magst mir mal schreiben, wie du das empfindest. Ob du dich einsam fühlst, ob du dich alleine fühlst oder ob du es genießt. Und natürlich gibt es die Momente, in denen man sich einsam fühlt. Auch ich kenne das. Und wo auch mal Tränen fließen oder wo einfach auch dieses Gefühl kommt, verdammt nochmal, warum gibt es für mich nicht den passenden Deckel? Da bin ich auch ganz ehrlich, natürlich. Ich wünsche mir auch wirklich wieder eine Partnerschaft. Ich wünsche mir jemanden an meiner Seite, aber eben nicht um jeden Preis. Und genau das ist es auch, was wichtig ist. Denn die eigenen Werte sollten gewahrt bleiben. Und nur dann kann es eben wirklich funktionieren. Und wie viele Paare sind unglücklich in einer Beziehung und trauen es sich aber nicht, sich zu trennen, weil sie Angst haben, dann wieder alleine zu sein? Und ich sagte ja schon, als Frau alleine, als Single und dann auch noch ab einem gewissen Alter, ist echt manchmal nicht so leicht. Man wird auch mitleidig angeguckt, als wenn man irgendwas im Leben verpasst oder als wenn man jetzt die ganze Zeit unglücklich durch die Gegend rennt. Also ich behaupte mal, ich bin absolut nicht unglücklich und sehe auch nicht so aus. Denn auch ohne Partner kann man sich ein wunderschönes Leben schaffen. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, wenn Menschen mir erzählen, ach ja, ich genieße mein Single-Leben so sehr und mir fehlt überhaupt nichts und ich bin total glücklich. Ich wünsche jedem Einzelnen, der das sagt, dass es wirklich so ist. Aber ganz ehrlich, wir sind soziale Wesen. Wir sind Wesen, die gerne zu zweit leben. Und ich glaube, jeder wünscht sich doch letztendlich einen Menschen an der Seite, mit dem er die wichtigen Dinge des Lebens teilen kann, mit dem auch körperliche Nähe möglich ist, mit dem einfach, ja,
das Leben gemeinsam erlebt wird. Und klar, wie ich schon sagte, es ist immer besser, Single zu sein und das zu leben, was man möchte, als in einer Beziehung zu sein und faule Kompromisse eingehen zu müssen. Aber dennoch darf man ja nach dem Optimum streben. Und ich glaube fest daran, dass es für jeden da auch den richtigen Partner gibt. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich mein Leben toll finde, aber dass ein Partner es einfach noch viel schöner machen würde. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe neulich einen Kommentar auf ein Video bekommen, wo jemand schrieb, dass er es jetzt inzwischen aufgegeben hätte, eine Frau zu finden, denn keine hätte ihn bisher glücklich machen können. Und genau darin liegt natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich erst für mich lernen durfte. Denn auch ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich jemanden brauche, um glücklich zu sein. Und genau da liegt der Knackpunkt. Solange wir in dieser Bedürftigkeit sind und das Gefühl haben, jemanden zu brauchen, wird es immer eine Abhängigkeit sein. Und eine wahre Partnerschaft kann niemals auf Abhängigkeit beruhen, sondern immer nur auf gegenseitiger Freiheit und natürlich auf Liebe. Und das ist wichtig, diese Abhängigkeiten erst zu lösen. Und dann kann jemand auch wirklich kommen. Bei mir war es das Dualseelenthema, was ich erst auflösen durfte, diesen Weg, den ich erst gehen durfte, weswegen in den letzten Jahren es eben auch ja einfach kein Mann schaffen konnte, da hereinzubrechen, in mein Herz zu kommen, weil ich in diesem Thema so tief noch drin steckte und in dieser Abhängigkeit. Seit ich aber meinen Dualseelenweg beendet habe und gemerkt habe, dass ich von diesem Mann wirklich frei bin, dass ich es geschafft habe, mich von diesem Thema und von diesem Wunsch einer Beziehung mit der Person, mich davon wirklich zu befreien, seither geht es mir so viel besser und seither merke ich auch, dass sich meine Energie verändert. Und dass ich auch wieder frei bin für jemand Neues in meinem Leben. Und wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch bald mal Neuigkeiten. Aber es ist einfach so, und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Appell an die, die eben nicht Single sind. Schaut uns bitte nicht mitleidig an, denn wir wollen kein Mitleid. Und fragt uns aber auch nicht ständig, wie es uns damit geht, denn das ist auch Mitleid. Sondern nehmt uns doch einfach so, wie wir sind. Denn vielleicht gibt es auch Menschen, die tatsächlich lieber alleine und als Single leben, als in einer Partnerschaft. Das mag ja sein. Wer möchte das denn bestimmen für einen anderen Menschen? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu leben und so viele verschiedene Varianten. Und es mag auch Menschen geben, die das tatsächlich nicht vermissen, denen das wirklich nicht fehlt. Ich persönlich kann es mir schwer vorstellen, weil mir einfach doch viel fehlt. Aber auch nicht immer. Und dennoch würde ich nie behaupten, dass das für jeden so sein muss. Denn jeder Mensch ist anders. Und das ist einfach wichtig zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist und das Beste daraus zu machen. Und weiter an sich zu arbeiten, denn dann kann eben auch jemand kommen. Und dann kann sich da eben auch etwas verändern. Aber bevor das nicht getan ist, in den letzten Jahren hätte der perfekte Mann für mich vor mir stehen können, ich hätte ihn nicht gesehen, weil ich festgehangen habe in diesen Abhängigkeiten an meine Dualseele, an diesen Mann, von dem ich dachte, dass er mein Schicksal wäre. Und erst das Loslassen davon hat so viel verändert. Und ich möchte da eben auch einfach klar immer wieder drüber sprechen, weil ich zeigen möchte, es ist möglich, davon loszukommen. Weil so viele glauben, dass das ein unabwendbares Schicksal ist und dass es danach niemanden mehr geben kann und dass es nur diesen einen Menschen gibt. Und das ist eben einfach nicht die Wahrheit. Es mag sein, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der perfekt passt. Aber das heißt nicht, dass das der Partner sein muss. Und da können eben auch andere sein, die auch sehr, sehr gut passen und mit denen man viel Schönes erleben kann. Und nochmal, vielleicht geht dir das auch so. Wie viele kennst du in deinem Umfeld, die in einer unglücklichen Beziehung leben und die sich einfach nicht trennen wollen, weil sie vor verschiedenen Dingen Angst haben, weil sie Sorge haben vor der Veränderung,
vor dem, was auf sie zukommt. Aber ist das wirklich ehrlich und ist das das, was man leben sollte? Also ich persönlich würde so nicht leben wollen. Dann eben tatsächlich lieber ohne Partner. Aber sich das zu wünschen, ist natürlich völlig legitim. Und auch das hilft ja, damit dann jemand kommen kann. Aber wie gesagt, bitte kein Mitleid. Und ja, ab 50 habe ich tatsächlich gemerkt, es ist irgendwie schwieriger geworden. Aber nicht, weil die Auswahl nicht da wäre. Das ist das, was man vielleicht eben als erstes denkt, weil es ja auch immer das Vorurteil gibt, ja, Männer wollen sowieso nur jüngere Frauen. Ja, da mag auch was dran sein. Und vielleicht schränkt das die Auswahl auch ein bisschen ein. Aber ich für mich kann eher sagen, es ist, weil ich einfach mich selber gefunden habe und besser kennengelernt habe und viel besser weiß, was ich möchte und einfach nicht mehr so leicht bereit bin, Kompromisse einzugehen wie früher. Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich das Gefühl habe, dass es deutlich schwieriger geworden ist. Und dennoch gebe ich die Hoffnung absolut nicht auf und mache mir in der Zeit eben mein Leben einfach so schön, wie ich kann. Denn es kann auch alleine schön sein, weil alleine heißt nicht einsam. Und deswegen, ja, geht es auch so weiter, trotz des Wunsches, dass da jemand ist, der diese Dinge mit mir gemeinsam lebt und diese Dinge mit mir teilt. Und schreib mir gerne mal, wie du das siehst. Ich finde, das ist ein spannendes Thema und ich finde, da sollte auch drüber geredet werden, denn es betrifft einfach sehr, sehr viele. Auch viele, die schon in Beziehungen waren, auch in langjährigen Beziehungen, in Ehen und dann plötzlich mit Ende 40, 50, wenn dann die Kinder auch aus dem Haus sind, plötzlich wieder dastehen und von vorne anfangen müssen, vermeintlich, alleine sind. Und deswegen sollte man über dieses Thema reden, wie ich finde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen hier in die Diskussion gehen. Und wenn es da Themen gibt zu diesem Bereich Single-Frau über 50, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich mache gerne auch Themenvideos zu Themen, die euch interessieren, die dich interessieren. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch über Anregungen.